Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind in Folge Nummer 39 von Voxel Tycoon. Ja, wir hatten letztes Mal gesagt, wir wollen uns hier nach dem Brett anschauen. Ich habe aber irgendwo noch Bäumstämme blinken sehen. Ach, hier war das. Da müssen wir auch noch mal gucken beim Morgenteich, was da los ist. Da müssen wir mal schauen. Wir können ja mal gerade reingucken. Das dauert 23 Tage, Verhinderung der Schließung. Und das dauert 93 Teil. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich erst um die Bretter kümmern nach dem Intro, ne? Gut, dann würde ich sagen, bis gleich. So, 23 Tage Bretter. Und warum werden keine Bretter angeliefert? Das ist die Frage. Kommen da, wo der LKW hinfährt, überhaupt Bretter hin? Logistik? Ist das nur, okay. Und hier hat man Statistiken, Logistik, Wegesabzweig. Ach, hier waren die LKWs. Und da fährt einer hin und her. Wo ist denn der? Fahrzeug ist gerade hier. Hat es denn Bretter drauf? Nein, hat es nicht. Es fährt von Gefräßabzweig nach Wirgesabzweig. Wirgesabzweig ist da und Gefräßabzweig ist doch der Bahnhof von dem Zug, oder? Wo ist er hier? Gefräßabzweigung passt. Aber hier gibt es wohl keine Bretter, kann das sein? Was haben wir denn hier? Haben wir hier überhaupt Bretter? Da, 58 Stück müssten da kommen. Werden denn welche angeliefert überhaupt? Das wird wahrscheinlich das nächste Problem sein, ne? Ah, hier stehen die. Also, ne, der fährt da rein. Da gibt es Bretter und er hat keine Bretter. Okay. Das heißt, er hat hier zu wenig Bretter. Warte mal, wenn der schon zwei Holzbalken macht, ne? Dann können wir den doch hier umswitchen auch auf Bretter. Gut, machen wir erstmal so, lassen laufen und gucken weiter. Aber hier, der läuft gar nicht, okay. Da hat was nicht geklappt. Warum passt denn da was nicht? Wieso fährt er da jetzt nicht rein? Und warum steht der davor? Vorsignal ist das hier, okay. Ändert sich jetzt was? Nee, ne? Ändert sich auch nichts. Was ist hier falsch? Was ist hier falsch? Das sind alles Vorsignale. Ist da der Fehler zu suchen bei den Vorsignalen? Jetzt fährt er da schon mal rein, ne? Fährt der andere denn jetzt nicht vor? Warum fährt er nicht vor? Jetzt lass den mal da lang fahren erstmal. Ich glaube, wir brauchen erstmal einfache Signale, kann das sein? Ich glaube, wir machen das mal so. Hier ist auch, braucht eigentlich auch kein Vorsignal sein, ne? Macht keinen Sinn, da ein Vorsignal zu haben, oder? Gut. Reiß das mal weg, weil das macht keinen Sinn, das Vorsignal. Da kann ein normales Signal stehen, meines Erachtens. Ja. Hier macht es vielleicht Sinn, mit Vorsignal zu arbeiten, weil der sucht, die Strecke ist frei und sucht, dass dieses auch frei ist und fährt dann erst dahin. Das macht Sinn. Dieses wäre auch so, ne? Hier könnte man auch ein Vorsignal vielleicht hinschalten. Weil dann würde der Zug erst gucken, ob da hinten frei ist und ob er dahin kann und würde dieses Gleis nicht blockieren. Wenn ich es richtig verstehe. Okay, wir machen mal eine Stufe schneller. Das läuft zu langsam. Zug hat in den letzten 30 Tagen kein Geld eingefahren. Ist klar, weil die da schon stundenlang standen wahrscheinlich. Wo sind die Bretter? Die Bretter sind hier. Wie viele Tage haben die jetzt noch? Nur noch 17 Tage. Sind denn welche angekommen, die Frage? Bis jetzt noch nicht. LKWs fahren gerade hier hin und her. Ja, aber bringen leider nichts mit.
Ah, hier ist jetzt auf jeden Fall eine Holzlieferung da gewesen mit Brettern, die aber wohl woanders hinfährt. Hier kommen Baumstämme hin, hier kommt wieder nichts hin. Ah, da ist die erste Lieferung Bretter. Und die müssten jetzt hier ankommen, oder? 5 Stück. 11 Tage bis zur Schließung. Ob die 5 jetzt gereicht haben, ist die Frage, ne? Ah, da kommt die nächste Fuhre. 10 Tage bis zur Schließung. Gute Frage jetzt, wann das da vorbei ist. 11 zu 4. Da kommen noch mal Bretter, oder wie sehe ich das? Okay, 15. Der akzeptiert weniger Holzträger. Nur noch 6 Tage. Reicht das noch? Jetzt kommen die LKWs ohne, weil kein Zug dahin hingefahren ist, der da liefert, ne? Wahrscheinlich. Da kommen aber gerade Bretter. Okay. Nur noch 4 Tage. Fahrzeug hat kein Geld, das ist klar. Da kommen die nächsten Bretter. Noch vor dem letzten Tag. So, jetzt ist die Frage, ob es zu ist oder nicht. Es ist zu. Okay, das bedeutet, diese LKW brauchen da nicht mehr hinfahren. Beziehungsweise diese hier. Die kannst du jetzt woanders hinschicken. Es ist nur die Frage, wo, ne? Da unten ist auch schon einer. Machen wir noch Bretter? Haben wir noch irgendwo Bretter, ist die Frage. Hier oben waren Baumstämme, die müssen wir auch noch. 369 Tage. Sehe ich irgendwo Bretter? Hier sind auch keine Bretter mehr. Da sind Bretter. Logistik ist Melrichstadt 7. Melrichstadt 7. Wegesanbau, war das das? Nee, Wegesabzweig war das. Wo fährt denn der jetzt? Ach, Wegesabzweig ist doch schon so richtig. Melrichstadt 7 war das, ne? So. Holzbretter zu Melrichstadt 7. Passt. Holzbretter. Holzbretter zu Melchstadt 7. Der kann da auch hinfahren. Holzbretter zu Melchstadt 7. Wo fährt er hier? Der fährt Baumstämme. Das ist da nicht wichtig gewesen. Jetzt können wir hier nochmal reingucken. Da fährt noch einer hin. Das ist der. Und der kann auch zu Melrichstadt 7 die Holzbretter fahren. Dann ist das da unten erstmal weg. Und passt so. Jetzt müssen wir uns um die Baumstämme hier oben kümmern. Holz schrecklich. Okay, dann müssen wir hier gerade reingucken. Doch, da sind 2 LKW drauf. Und Holz zu Borgentreich Süd. Holz zu Borgentreich Süd. Gehen wir hier gerade hin und kaufen 9 LKW dafür. Kaufen. Aufmachen.
und starten und noch mal einkaufen, machen wir zwei drauf. Holz zu Borgentreich Süd. Ach so, Details vielleicht noch hier. Holz. Nee, Holz. Das. Das machen wir bei dem hier auch noch. Passt. So, damit fahren die. Können wieder einen schneller machen. Und schauen, was hier sich so ergibt. Okay, der steht da und wartet, bis er reinfahren darf. Das ist schon mal gut. Hier gibt es keine Staus mehr. Das ist auch gut. So, wir haben jetzt hier schlechte Lieferung. Insolvenz vermieden. Okay, da haben wir Glück gehabt dann. Passt. Lass uns dann hier unten anfangen. Die Baumstämme laufen. Hier sieht es ein bisschen schlechter aus mit der Kohle. Ne? Ist schrecklich, aber... Okay, das ist auch vermieden. Sehr gut. Jetzt lass uns mal schauen. Den Kies können wir eigentlich rein theoretisch auch machen. Wir müssen nur die Weiterverarbeitung dafür haben. 119 Tage. Und der Kies ist ja hier. Da müssen wir hier in der Steingrube oder was das auch immer ist, Steinbruch, müssen wir was hinbauen, ne? Haben wir denn irgendwie was? Ressourcen? Eisenmine, Kohlemine. Aber ein Steinbruch fehlt uns da wahrscheinlich, ne? Lagerhäuser, Verarbeitung. Presse, Legierungsschmelze und Kreissäge ist auch nichts. Das heißt, das müssen wir ja eigentlich erforschen. Wie sieht es denn mit unserer Forschung aus? Wo war die denn? Hier muss die doch irgendwo sein. Da. Holzbearbeitung, das dauert noch ewig. Würde es denn was bringen, da zwei von stehen zu haben? Ich glaube schon, oder? Kann man das drehen und dann dazwischen kriegen? Okay, Reichweite von dem Haus wäre so weit. Rein theoretisch geht das. Gucken wir mal, ob da auch was reinfließt, ne? Wie, da kann man eine andere Forschung starten wie da? Okay. Fertigung. Steinverarbeitung, Brecher. Ja, komm, Forschung starten, wenn das geht. Jetzt müssen wir nur gucken, was braucht diese Forschung. Steine. Wo kriege ich denn Steine weg? Warte mal, das bedeutet doch dann, dass die Forschung... Filter, das ist alles nicht das, was war Untergrundförder. Wie komme ich an Stein dran? Das ist ja auch Fertigung 2. Wo ist denn Fertigung 1 dann? Steinverarbeitung da. Bergbau. Steinbruch. Okay, da müssen wir die Forschung erst starten. Und was braucht man dafür? Holzträger. Okay. Jetzt müssen wir hier auch Holzträger drin haben. Das würde ja bedeuten, wir brauchen noch ein Lagerhaus. Und zwar ein kleines. Dreh das mal. Vielleicht können wir das so hinbauen. Aber ich glaube, bringt auch nichts. Dann kannst du es besser so bauen. Und da machen wir Holzträger rein. Und jetzt müssen wir noch einen LKW haben, der da Holzträger noch hinbringt. Ne? Kaufen wir gerade einen für. Da wurde abgespeichert. Kaufen. Holzträger waren hier. Ja. Kaufen.
Was hätten wir denn da? Melrichstadt Süd nach Melrichstadt Anbau. Abzweig. Jetzt müssen wir Melrichstadt Anbau finden. Eisenbahn da. Ne, Eisenbahn ist doof, weil dann kommt er nicht von da oben. Da muss was mit Holz sein. Eisenbahn, Eisenbahn, zum Beispiel statt Anbau. Das ist beides mal das gleiche, wahrscheinlich, oder? Da ist auch mehr statt Anbau oder was? Nee. Mehr statt Anbau, Holzbretter. Das müsste doch das Richtige sein, oder? Und dann Holzbalken. Lassen wir mal fahren, gucken, was passiert. Das müsste der sein, ne? Jetzt fährt er natürlich erst zur falschen Stelle, aber ist erstmal egal. Er kann da drehen. Hält da an und würde da ausliefern. Jetzt ist die Frage, wo kriegt er die Holzbalken her? Wo fährt er hin? Er müsste eigentlich nach da oben fahren, ne? Dann müsste auch Holzbalken kriegen. Müsste erstmal funktionieren. Kriegt er auch, sehr gut. Das heißt, das machen wir zu. Das machen wir zu. Und wie viel brauchen die? 50 Stück oder was? Ne, 75. Da müssten hier gleich 5 reinkommen erstmal. Ich glaube, da ist er, ne? Vielleicht sollten wir noch einen zweiten LKW dahin machen. Holzbretter zum Melrichstadt Anbau war das. Kaufen. Das war der. Holzbalken zwar, aber egal. Und starten. Okay, der fährt an die falsche Stelle. Weiß ich, wie man es umändert. Achso, hier überspringen hätte ich machen müssen, aber jetzt ist es auch egal, jetzt ist er schon durch. Melrichstadt Südost fährt er, genau, und der holt da das ab. Gut, das bedeutet auch, die zweite Geschichte sollte laufen. Fahrzeug ist unrentabel. Warten auf offenes Signal. Oh, hier ist was schief gelaufen. Shit. Bearbeiten und hier nichts mit voll. Okay. Und auch da bearbeiten und auch hier nichts mit voll. Jetzt fahren sie wieder, oder? Und da ist noch einer. Und da machen wir auch bearbeiten und auch nichts mit voll. Und okay. Ich hoffe, jetzt fahren sie alle durch. Hat natürlich wieder gut geklappt, ne? Aber wir haben ja genug Geld zum Glück. Ja, jetzt fahren sie wieder alle. Das ist sehr schön. Gut, was macht denn unser roter Punkt da hinten mit den Baumstämmen? Ist weg, passt. Und jetzt müssen wir hier noch gucken, dass wir das hinkriegen mit den Steinen, ne? 282.000 Steine gibt es da. Der fährt da lang. Da ist alles gut erstmal. Gibt es irgendwo anders rote blinkende Punkte? Ich glaube nicht, oder? Höchstens hier beim Dingens Gieß, den wir noch nicht produzieren können. Und beim Kupfer werden wir auch noch nicht so weit. Also kann das weiter blinken. Eigentlich sieht das jetzt erstmal ganz gut aus, oder? Schade, dass das hier zugegangen ist. Das musste nicht sein, ne? Ja, hier ist leider das mit dem Stein, ne? Den können wir dann auch beliefern.
Der Zug steht jetzt, okay, der ist unrentabel, weil die da alle in der Schlange stehen und weil hier was nicht passiert. Ah, Bretter sind voll. Kann man das irgendwie auch ändern hier mit bearbeiten? Warte auf komplettes Entladen. Wenn ich das jetzt bearbeite, ne? Ach so, da ist das. Fährt er dann auch von sich aus? Ja. Okay. Dann folgt dem mal und wir gucken mal gerade, was da passiert. Okay, der fährt jetzt noch da hinten, ist klar. Aber alle Bretter noch da auf dem Ding ins Wagen. Vielleicht ist das der beste Weg, wenn was voll ist. Dann fahren die zwar auch voll zurück, ist aber nicht so schlimm. Vielleicht geht da ja dann doch was. Zeichen dafür ist natürlich, dass zu wenig Bretterfahrzeuge da sind, die da wegliefern, ne? Also wegbringen. Müssen wir mal gucken, ne? Jetzt ist nur interessant, wie er entlädt. Jetzt wartet er, bis der raus ist, klar. Jetzt fährt er rein, das ist auch gut so. Wie viel entlädt er denn jetzt? Also das hat er alles entladen und fährt jetzt los, weil die Bretter geht da nicht. Weil die wahrscheinlich hier irgendwo drinne voll sind, ne? Wo sind denn die Bretter? Ach, da. Eisenbahn. Naja, es ist alles da, ne? Holzbalken sind natürlich am meisten da, ne? Vielleicht können wir die Holzbalken ändern. In Bretter. Macht das Sinn? Ich denke schon, oder? Wir haben da 58 und da 115. Vielleicht ist es so besser. Aber die Folge ist schon lang genug. Ich denke mal, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 16 Bretter hat er jetzt reingemacht und hier hinten wird aber nicht weniger. Kommt da jetzt ein LKW, der Bretter holt? Nee, auch wieder nicht. Wieso sind da keine Bretter-LKWs, ne? Jetzt kommt einer mit Brettern. Auch nicht, Holz. Hier oben müsste doch noch was hingeliefert werden. Keine Ahnung, warum das von da unten nicht läuft. Müssen wir schauen. Bis dann, ciao.